Hi, hi, meine Freunde! Die Schnabelinchen ist wieder da! Oder Schnatterinchen? Die Quasselstrippe. Frisch vom Arzt. Darum geht's nämlich auch heute. Frisch aus dem MRT rausgekommen. Mein Gehirn musste mal gecheckt werden, weil ich so viel Scheiße laber. Nein, natürlich nicht. Jetzt erzähle ich euch erstmal MRT, MRT. Mein Gott, muss man mal ein bisschen langsamer aussprechen, was das denn genau ist. Also ich weiß das natürlich auch nicht hundertprozentig. Ich kann euch nur sagen, was da gemacht worden ist und ich kann euch mal ein Bild einblenden. MRT. Ich musste mich vorher von allen meinen Sachen, wo, naja, was haben sie gesagt, Metall drin sein könnte oder ist, trennen. Portemonnaie, Handy, Schlüssel, Piercing leider, Gürtel, habe ich schon gesagt, glaube ich, keine Ahnung. Und ein Pullover, damit die Mütze würde für meinen Kopf, da würde ich ganz ungerade liegen und irgend so ein Scheiß hat die da erzählt. Ja, dann bin ich da rein. Und musste mich auf diese Barre da legen und da habe ich auch so Ohrenstöpsel gekriegt, weil bis zu 85 Dezibel laut ist dieses Teil, MRT. Und ja, die kriegt man da auf jeden Fall gestellt, diese Ohrenstöpsel-Dinger, so aus Knetmasse, die kann man da schön so, die drückst du dir schön ins Ohr, hat sie gesagt, die ganze Behandlung hier dauert ungefähr 15 Minuten. Manchmal muss ich sie nach 15 Minuten rausholen dann und ein Kontrastmittel spritzen, damit man besser das Gehirn sieht, die Gehirnströme, Gehirnwellen, irgendwas im Gehirn besser sieht, was dann nicht hingehört zum Beispiel oder Unnormales oder Macken, Blasuren, Schwellungen, Entzündungen, ich weiß nicht, was man da alles sieht, keine Ahnung. Am besten selber googeln. So, und ja. Dann lag ich da 15 Minuten im MRT drin. Herrlich! Ich habe mir gedacht, darüber mache ich heute ein Video. Vor ungefähr einer Stunde lag ich da noch drunter, musste meine Fresse halten und mich nicht bewegen. Und ich habe mir gedacht, das erzähle ich euch mal. Das habe ich mir gedacht. Ja, nun sind wir hier. Aber läuft natürlich alles nicht so gut bei mir und deswegen hat die Frau Doktor mir natürlich dieses scheiß Kontrastmittel in meine Vene gespritzt, auf der rechten Seite. Ja, war natürlich, tat nicht weh, also man kriegt so eine Spritze da rein. Ich weiß nicht, wie das Zeug aussah, ich konnte ja nichts sehen. Ich lag ja noch, ich durfte mich nicht bewegen. Weil sonst hätten die Aufnahmen, wenn dann irgendwie verrutscht, hat sie gesagt, die Schichtung, nein, irgendwie sowas, die Bilder werden ja so übereinander gestapelt, irgendwas hat sie darüber erzählt, ich weiß nicht mehr genau. Und ja, der hätte mindestens schon einer fahren können, wollte ich jetzt nur mal erwähnen. So, ja, dann hat sie mir da reingespritzt und im gleichen Moment hat sie gesagt, wir lassen den, ich weiß nicht, wie man das nennt, Katheter, hat dieses Teil, wenn man zu Blut, wenn man ins Krankenhaus eingewiesen wird, kriegt man auch so einen Stöpsel im Arm. So was habe ich da auch drin gehabt. Und mein Gott, was ist das? Achso, da steht auch einer. Den hat sie drin gelassen. Und wo sie mich dann gerade rausgenommen hat, hat sie mir den rausgezogen, davon hast du gar nichts gemerkt. Das heißt, ich war 25 Minuten am Stillliegen. Tat auch mal gut. Nein, Pink Rider ist keine Muschi. Sie hat es nicht als schlimm empfunden, eine Spritze zu bekommen. Nein, ganz im Gegenteil, sie hat sofort angefangen zu quasseln.
als ich für einen Moment rausgeschoben worden bin und sie mir hier die Spritze reingeballert hat mit irgendeinem Zeug. Also ich stelle mir so vor, es ist wie bei Homer Simpson, dieses grüne Zeug, grüne Atomzeug, was er da so in der Hand hat. So ein Zeug, Kontrastmittel, spritzt er hier rein und ich leuchte jetzt von innen. Du, 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 du. So stelle ich mir das vor. Ja, also ich habe überhaupt nichts gemerkt. Dann habe ich mir so, als ich da drunter nachgedacht, die Leute, die in engen Räumen Angst haben, was tun die? Was tun die? Die tun mir irgendwie leid, weil es ist ja ziemlich eng da drin, ne? Und laut, also ja. Kriegen die Panik? Man kriegt ja auch so einen Notknopf in der Hand gedrückt, den man drücken kann. Ja. Ich habe ihn natürlich nicht betätigt. Falls irgendwas sein sollte, drücken Sie da. Okay. Kann ich damit auch einen Burger bestellen? Nein, das funktioniert leider nicht. Schade, schade, schade. Ja. Ich hatte nämlich auch Hunger. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal einmal in der Welt von Pink Rider einzutreten und ihren schönen Ausflug ins MRT live, naja, live mitzuerleben im Nachhinein. Die leuchtende Pink Rider. Die leuchtende Pink Rider. Das war meine Fahrschule.